Ich grüße Sie. Elisabeth Rötsches vom wundervollen Literaturhaus Herne hat mich gebeten, eine Buchempfehlung zu machen. Das ist natürlich schwer, sich auf ein Buch zu konzentrieren, aber eines ist mir eingefallen und das empfehle ich sehr, sehr gerne. Es ist das Buch Tag für Tag von Saskia Luca im Kain und Aber Verlag. Es ist Saskias erstes Buch und sie hat auch sehr zu Recht den Ravensberger Buchpreis 2019 bekommen für dieses Buch. Sie schreibt einfach, klar, ohne Schnörkel. Ihre Sprache dringt so auf mich ein, dass sie sehr nachhaltig bleibt. Sie stellt schwerwiegende Fragen, aber in einer Klarheit, dass die Frage an sich einfach bei mir bleibt und mich immer wieder beschäftigt, weil die Frage so klar ist. Die Antwort ist nicht immer klar. Und auf der Suche nach dieser Antwort geht Saskia in ihrem Buch. Die Hauptperson, in meinen Augen eine Art Anna Magnani-Person, die sehr, sehr leidenschaftlich ist, die Leidenschaft für sich, auch für ihre Umwelt, die kämpft und schwierig ist in der Auseinandersetzung mit sich selbst und mit ihrer Umwelt, die die Liebe ihres Lebens verloren hat durch einen plötzlichen Tod. Und diese Liebe ihres Lebens war gleichzeitig auch ihre Heimat. Diese Frage wirft Saskia auch auf. Was ist Heimat? Was heißt das eigentlich? Die Hauptperson ist aus Kroatien nach Deutschland gekommen, hat dort mit ihrem Mann eine Tochter in die Welt gesetzt. Die Tochter ist jetzt 17. Ihre Mutter lebt noch in Kroatien und aus Not, aus Verzweiflung, aus Einsamkeit, aus der Suche nach dem Ich, holt die Hauptperson des Buches ihre alte Mutter aus Kroatien, die noch nie woanders gewesen ist, nach Deutschland. Die Mutter verstummt und die einzige Person, die sich mit der Mutter unterhalten kann, also in diesem Fall der Großmutter, ist die Zukunft, die Tochter von der Hauptperson. Das heißt, die Vergangenheit und die Zukunft verstehen sich. Sie ergänzen sich, sie kommen irgendwie zusammen. Und der jetzige Zustand, die Gegenwart, die kann weder an die Vergangenheit anknüpfen, noch kann sie an die Zukunft anknüpfen. Und das ist für die Hauptperson sehr, sehr schwer. Und das ist ein ganz starker Kampf, den sie in diesem Buch hat, den die Saskia Luca beschreibt, wundervoll beschreibt, mit viel Humor auch. Ein großes Nachfühlen in den Emotionen und in der Verzweiflung von den drei Menschen, weil alle drei sind ja in sich selber eingeschlossen und wollen eigentlich auch zueinander, aber schaffen es nicht. Das Buch ist aufgeteilt in vier Teile, vier Jahreszeiten. Es fängt im Frühling an und es endet mit dem Winter. Aber der Frühling ist schon wieder da. Man ahnt den Frühling. Man ahnt, dass die Sachen wieder wachsen, dass Hoffnung kommt, dass etwas erwachsen wird. Das ist wunderschön, weil eben die Suche nach sich, was ja eigentlich auch eine lebenslange Aufgabe ist, wird in diesem einem Jahr des Verlustes, des Wachsens, des Sich-Kennenlernens, einander kennenlernen, aufeinander zugehen, durch die Toleranz, durch die Empathie, durch das Unverständnis und eben auch durch die Liebe, wird das befuttert und beflügelt. Das sind jetzt sehr viele Worte und was ich eigentlich sagen möchte ist, lesen Sie dieses wunderbare Buch. Es ist sehr reich an Gefühl, ohne gefühlig zu sein, ohne sentimental zu sein. Es ist ein kluges Buch von einer klugen Frau geschrieben, die erstaunlich viel Wahrnehmung, Sensibilität und Klugheit hat über die verschiedenen Generationen. Es würde mich freuen, wenn Sie es lesen und wenn Sie auch Gefallen daran finden. Ich habe es getan und ich wünsche Ihnen wundervolle Lektüre. Dankeschön.